Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und meine Lieben, ja, ich weiß, man sieht mein Gesicht nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen komisch, aber wenn ich mein Gesicht hier zeige, dann sieht man dafür die Karten nicht. Ich dachte, ich versuche es mal ein bisschen anders. Ich müsste natürlich in Zukunft ein anderes Mikrofon haben, eins, das ich anstecken kann, dass hier das Kabel nicht sichtbar ist. Aber ich wollte es euch mal offerieren, dass ihr mal die Legung ein bisschen so mit mir erleben könnt und halt nicht nur die Hände von mir sieht, sondern auch ein bisschen meine Gestalt. Lasst es mich wissen, wie es euch besser gefällt hier mit mir, und dann werde ich das auch in Zukunft umsetzen. Ich kann natürlich auch mein Gesicht, mich selber zeigen, aber dann sieht man leider die Karten auch nicht mehr so gut, und ich versuche hier irgendwie mal eine Mischung für euch auszuprobieren. Ja, lieber Löwe, du bist natürlich hier, um dir deine Augustlegung bei mir abzuholen. Genau, August, jetzt musste ich gerade überlegen, meine Güte, und by the way, natürlich Happy Birthday. Ja, Löwe, ich werde die Legung mit diesem wunderschönen Tarot-Deck hier für dich machen. Wir werden wie immer allgemeiner Bereich, wir werden Beruf, Finanzen und wir werden Liebe und Beziehung hier ein bisschen für dich herausfinden, was sind die Tendenzen für dich im Monat August, und ich werde dir am Ende mit den Energieportalen eine Zusatzbotschaft der geistigen Welt noch mit auf den Weg geben, wie immer. Am Anfang, wie immer, werde ich dir mein mediales Bild hier übermitteln, was ich für dich bekommen habe, und ja, dann werden wir loslegen. Entschuldige, das ist mein persönliches Poesie- und Tagebuch im Übrigen. Ich habe das hier vergessen wegzulegen, weil ich mir manchmal die medialen Bilder von euch auch aufschreibe. Löwe, dein mediales Bild war, ich weiß nicht warum, ich sehe dich ein bisschen on the run. Ich weiß nicht, ob du dich im Leben im Moment in einem Wettkampf befindest um eine Position, vielleicht beruflich, oder ob du vielleicht irgendwie merkst, irgendwo läuft dir deine Zeit davon, deine Zeit läuft allmählich ab für irgendeine Sache noch zu erledigen, die für dich vielleicht wichtig ist noch. Vielleicht fühlst du dich auch tatsächlich einfach in diesem Hamsterrad, das wir alle kennen, permanent on the run, ja. Aber was ich gesehen habe, ist eben auch dieses, es war nicht mal, ja, es war wie ein Portal, aber mir kam es vor wie eine Uhr. Also vielleicht kennt ihr das manchmal so aus Märchen oder so, dass man durch eine Uhr geht, um in eine andere Dimension zu kommen. Oder um irgendwie in eine mystische Welt zu kommen, um da irgendetwas noch ganz Wichtiges für sich erfahren zu können. So sage ich das, lieber Löwe. Und was das ist, das weißt wahrscheinlich du am allerbesten. Lass mich wissen, was dieses mediale Bild für dich persönlich bedeutet. Das sind natürlich allgemeine Auslegungen, die können nicht für jeden Löwen stimmig sein. Zudem, lass mich mal die Kamera noch richten, entschuldige. Und zudem ist es so, dass ich ja das 13. Zeichen mit einbeziehe. Ja, jetzt ist das Bild unscharf, merkwürdig. Okay, let's... Hi, hier bin ich. Oh. Komisch. Warum geht es jetzt nicht? Es wird kommen. Keine Angst. Genau, dass ich ja mit dem 13. Aspekt auch jetzt neuzeitlich den einberechne. Das ist der Schlangenträger, wo du eine Liste im Community-Bereich findest. Du kannst im Community-Bereich mal durchscrollen. Dort hat es eine Liste, wo du mal schauen kannst, bin ich eigentlich für die neue Zeit noch ein Löwe? Oder tut sich das vielleicht ändern?
Du musst das nicht tun, du kannst das tun, wenn es dich interessiert und du kannst auch die Videos, ich mache jetzt das nur zum Richten hier, du kannst auch nur die Videos schauen. Ich habe in der Playlist Botschaften der geistigen Welt 3 Videos gemacht über den 13. Aspekt. Genau. Vielleicht wird die Kamera noch scharf, vielleicht nicht. Aber wichtig ist, das habe ich jetzt getestet, dass jedenfalls du dann die Karten sehr gut siehst. Wunderbar. Gut. Ihr seht, ich bin immer wieder mal irgendetwas am Verändern hier. Und ihr könnt mich wissen lassen, wie ihr das empfindet. Gut, lass uns loslegen in deine Legung, lieber Löwe, und für den Monat August. Und versuche noch einmal die Kamera. Yep. There we go! Ja, nur nicht aufgeben. Löwe, bitte. August, allgemeine Ebene. Löwe, August, allgemeine Ebene. Spirit, bitte. Für unseren Löwen. Vierter Schwerter. Nein, siebenter Schwerter. Was machst du durch, Löwe? Zehnter Schwerter. Uiuiui. Und wir haben fünfter Kelche. Also, ich könnte auch sein, dass du tatsächlich vor etwas wegrennst, lieber Löwe, hier mit den siebenten Schwertern. Ja, das ist im Prinzip ein bisschen der klassische Dieb, diese Karte. Du siehst, er nimmt fünf Schwerter weg aus Güte, lässt er noch zwei übrig, aber vielleicht aus Hoffnung, dass er vielleicht dann doch wieder zurückkehren kann. Diese Karte zeigt auf jeden Fall, dass man irgendetwas verheimlichen will, dass man sich vielleicht auch etwas nicht anschauen will oder dass man sich hier einen unehrlichen Sieg hier erhofft in einer Situation. Vielleicht hast du auch eine solche Person in deinem Leben, die du herausgefunden hast, mit dir hier nicht ehrlich war, ja, definitiv. Und oder sich vielleicht auch vor der Wahrheit hier davongeschlichen hat, vor einer Konfrontation auch mit dir, oder vielleicht bist auch du derjenige, der sich hier aus einer Situation heraus manövrieren will. Manchmal ist das so die typische Karte des Ghostings auch. Ja, vielleicht hast du jemanden kennengelernt und schwupp, die Person, merkst du, tappt immer mehr hier zurück. Aber eben auch vielleicht hast auch du einfach irgendjemanden hinter dir gelassen, du hast keine Zeit vielleicht für das Ganze, darum habe ich dich vielleicht auch rennen sehen oder eben auch diese Zeituhr. Hier ist definitiv Schwert, 10 Schwerter, hier ist eine Angelegenheit für dich beendet. Du wirst diese Angelegenheit beenden oder diese Person wird diese Angelegenheit beenden. Zehnter Schwerter ist ein schmerzhaftes Ende. Definitiv, es kann auch überraschend für dich kommen. Ja. Oder für diese Person vielleicht denkst du, ja, jetzt bist du das letzte Mal hier davon geschlichen. Ja. Vielleicht weggerannt, vielleicht kalte Füße bekommen, vielleicht auch im Berufsleben dir hinterhältig quasi den Sieg für sich genommen hat, obwohl du die ganze Arbeit geleistet hast. Wir kennen solche Situationen. Welche auch immer stimmig ist, du wirst sie beenden hier. Zehnter Schwerter. Das tut zwar einen Moment lang weh, das ist wie ein, aber es ist am Ende wie ein Eiterzahn zu ziehen. Das würde ich dir hier definitiv auch empfehlen. Ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber mit der fünften Kelche hier auch noch on top, ja, hat man hier ein bisschen die Hoffnung verloren in einen Menschen oder in einen Beruf oder in ein Projekt. Du siehst, ja, die vier Kelche sind definitiv umgestoßen. Aber was man hier dann doch auch nicht sieht, ist der große Kelch, der hinten noch steht, hinter dem Fenster. Ich glaube, man hat hier einfach ein bisschen die Hoffnung aufgegeben auf irgendeine Besserung einer Situation. Was auch immer das ist, ich möchte das ganz, ganz kurz für dich decken. Diese Karten. Sieben Schwerter. Was ist das? Sieben Schwerter. Decken bitte. Sieben Schwerter. Um was geht es hier?
Astermünzen. Tatsächlich könnte es hier um das Berufsleben gehen. Münzen ist immer etwas Währschaftes, etwas in der Materie. Definitiv geht es hier um Geld vielleicht, Beruf, eine Chance auf eine Beförderung im Berufsleben, auf eine Verbesserung deiner materiellen, aber auch deiner Beziehung. Weil die Münzen stehen auch oft für eine Chance, für eine feste Verbindung hier. Vielleicht schleißt du dich hier davon oder diese Person tut das. 10 Schwerter. Warum die Trennung? Was wird hier beendet? 10 der Schwerter. König der Schwerter hier. Das könnte sich um einen Menschen oder um einen Partner handeln, der immer sehr stark im Kopf ist. Mit den Schwertern. Aber sicher sehr gereift. Also diese Person ist sicher sehr klar, sehr gereift, sie ist sehr kreativ, sie ist sehr kommunikativ. Also hier ist sie definitiv von deiner Seite aus, wäre hier der Wille hier diese Klarheit zu gewinnen, diese Kommunikation zu tun auch. Oder vielleicht hast du es hier mit einer Person zu tun, die sehr unreif ist. Und du wünschst dir definitiv aber hier eine Situation, sei es jetzt geschäftlich oder in einer Beziehung, eine gereifte Person. Eine Person, die nicht vor ihren Gefühlen oder nicht vor ihren Ängsten oder was auch immer sie hat, warum sie hier immer sich davonschleichen muss und sich nicht offen und ehrlich, was der König der Stäbe definitiv erwartet, sich dir entgegenstellt. Ja, vielleicht hat diese Person auch eine angehende Beziehung mit ihrem Verhalten hier zerstört. Ja, genau. Und du siehst das definitiv als eine Unreife und darum wirst du das auch hier beenden. Ja, obwohl dir das wehtut, lieber Löwe. Ja, das enttäuscht dich. Das Verhalten dieser Person, in welcher Beziehung auch du immer mit ihr stehst, enttäuscht dich. Auch hier 7 der Münzen. Die Hoffnung wäre hier fast aufgegeben, als du gibst diese Person auf. Du lässt die von dann ziehen. Beendest das. Hui. Entschuldige das Geräusch. Ich bin hier in Dänemark an der Ostsee hinten. Und es ist ein wunderschöner Parkplatz mit wunderschöner Düne. Aber es hat halt hier auch manchmal Besucher. Siehst du, also hier mit dieser Kombi. Aber hier sehe ich auch dieser Kelch. Obwohl man annehmen würde, du siehst ihn nicht. Diese eine Chance hier noch. Ich glaube, da kommt mit den 7 der Münzen, 8 der Münzen, kommt hier doch noch mal etwas in die Gänge. Könnte sein, dass diese Person noch einmal auf dich zukommt und sich bewusst ist, dass sie hier definitiv mit 8 der Münzen einen Reifeprozess machen muss und dass das vorherige Verhalten enden muss. Ja. Ob du, ja. Es ist natürlich dir überlassen, was du damit anfangen wirst. Aber das werden wir hier noch herausfinden miteinander, Löwe. Wir finden alles heraus. Und wenn du mehr davon wissen möchtest, dann buche gerne eine private Beratung mit mir, eine private Legung. Da können wir tiefer reinschauen. Und bitte schau dir auch die Playlist an, die ich habe, über all die Dinge, die ich dir eigentlich anbieten kann. Das ist jede Menge und das ist ein Wissen, das es so auf dieser Welt, wie ich das lerne und tue, noch nicht gibt. Beziehungsweise es ist eigentlich ein uraltes Wissen. Es kommt aus der Mystik, aus dem Okkultismus, über die Esoterik. Ich habe das in der Theosophie gelernt und ich kann ganz, 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 ganz viele sehr, sehr kraftvolle Dinge für dich tun, um dir in deinem Prozess zu helfen. Schau sie dir bitte an. Gut, Finanzen, Beruf, Löwe. Finanzen, Beruf. 10 der Kelche. Da ist es dafür wiederum umso besser. Wow. 10 der Kelche. Ist eigentlich eine Gefühlskarte. Es sieht so aus, dass das, was du beruflich tust oder das, was du beruflich planst zu tun, dich auch wirklich erfüllt mit den 10. Kelch, der Kelche. Es könnte wirklich deine Berufung sein, die du hier anstrebst. Aber
die du auch leben willst, und das wird dir auch definitiv Erfolg geben. Du scheinst hier richtig, also richtig im Löwen drin. Hier haben wir Königin der Stäbe, das ist Löwe. Ja, du bist ein Licht, du bist eine Sonne, du ziehst die Menschen in den Bann. Du ziehst die Menschen an, sie fühlen dein Power, denn der Löwe ist im Moment auch ganz, ganz stark in seiner Urkraft drin. Auf das neue Zeitalter jetzt geht er natürlich, weil die neue Göttin kommt ja von der Universalsonne. Ja, sie ist eine Löwin definitiv, und du bist ganz stark mit dieser Energie verbunden hier. Vielleicht auch deshalb tust du hier alles, was in deinem Leben für dich nicht mehr stimmig ist, nicht mehr ehrlich ist, nicht mehr dienlich für dich ist, was dich einfach nur noch aufhält, tust du hier einfach beenden. Finde ich einen super Schritt, weil ich sehe auch hier beruflich, finanziell mit dem Narr gehst du den Weg deines Herzens, und das könnte tatsächlich der Sprung in eine Selbstständigkeit sein. Hier mit dem Narr, er bedeutet hier auch mit der 10, ein Kreislauf wird sich für dich beenden und ein ganz, ganz frischer, ganz neuer wird hier erfolgreich gestartet werden. Spätestens Ende August. Ich fühle hier ganz viel mit der Königin der Kelche, ja, mit der Löwin hier auch. Ja, sie ist ja auch sehr, sehr mystisch. Sie ist sehr kreativ. Ihr gehört die Lebenskraft, die Lebenspower. Und ja, sie ist natürlich sehr intuitiv und mit der Kundalini unglaublich gut verbunden. Sie ist sehr schwer zu täuschen hier auch. Und ja, der kleine Drache hier in der Kugel, wo sie hält, ja, dieser Energie sollte man sich nicht entgegenstellen. Beziehungsweise, das ist eine Energie, wo sich die Motten hier definitiv die Flügel verbrennen werden. Du weißt, was ich sagen will, lieber Löwe. Genau. Ja, wahrscheinlich eher weniger ein Butterfly, weil er fliegt ja nicht ins Licht. Er ist selbst schon in seiner Transformation sehr fortgeschritten und fröhlich. Aber wir kennen die Motten. Ja, sie fliegen halt in diese Flamme hinein, weil sie wahrscheinlich gedenken, in deiner Sonne strahlen zu können, ihr Ego aufzupuschen aufgrund deiner Energie, oder sich, ja, haben sich hier dann einfach zu hoch eingeschätzt, um mit dir mithalten zu können, gerade wenn ein Löwe in Zeitdruck ist und die Zeit abläuft. Da muss man schnell sein. Genau. Entschuldige, ich fühle hier einfach einen gewissen Witz darin, also Humor im Sinne, ja, weil ich kenne das. Ich sag's mal so, ich habe den Löwen in meinem Mond, also in meiner Weiblichkeit. Ich kann mich hier sehr, sehr gut mit der Königin der Stäbe ja, einschwingen. Gut, just don't waste your time, Leo. Leo. Ja, du weißt, was ich sagen will. Gut. Und wenn du hier am Ende doch Gnade hast, ja, dann wird es wahrscheinlich das letzte Mal sein. Liebe und Beziehung. Löwe, geistige Welt, bitte. Ja, auch hier. Siehst du? Vierter Kelch. Tim tam tum tum. Tim tam tum tum. Du. Kennen wir. Ja, 300 Jahre später. Genau. Also, ich denke, du hast hier dieser Person einiges an Chancen gegeben, sei es im beruflichen Bereich, im freundschaftlichen Bereich, wo auch immer. Du hast hier auch definitiv mit den vier der Kelche Zeit geschenkt, Geduld gehabt. Drei Kelche sind umgestoßen. Auch hier steht einer. Du, die zwei wunderschönen Schwäne. Ja, du wartest hier mal ganz geduldig, aber du nimmst diesen Kelch noch nicht entgegen. Du bist in Beobachtungsposition, in Beobachtungshaltung, und es scheint mir auch, dass hier vielleicht noch einmal ein Aufschwung hier kommt in dieser Beziehung mit der 2 der Stäbe. Das ist übrigens auch eine Twin-Karte. Ja, aber wie es halt irgendwie dann so ist, ich glaube, und das ist eine Person hier, oder vielleicht auch du mit den Achterschwerter. Ja, irgendwo ist
diese Person gefangen in ihren Gedanken, ja. Sie sieht hier auch nicht die Möglichkeit oder die Opportunity, weil der Vogel ist ja frei. Das könnte eine Person sein, die definitiv irgendwo ein bisschen Beziehungsangst oder Beziehungsschwierigkeiten hat, weil sie einfach das Gefühl hat, dass jegliche Form, ja, dass sie hier dann sofort irgendwo in ein Käfig gesperrt würde, ja, könnte also auch du sein, lieber Löwe, wo gar nicht so ist, weil der Vogel ist frei. Ich würde dir hier tendenziell auf jeden Fall den Ratschlag geben, zu beobachten. Vielleicht musst du halt hier auch mal dich selbst ein bisschen anschauen, lieber Löwe, im Sinne, vielleicht bin ich ja auch die Person, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Angst, mich zu binden. Vielleicht habe ich ein bisschen Angst, ein Commitment hier einzugehen. Vielleicht eine feste Beziehung, vielleicht aus Erfahrung, weil ja, du bist halt schon eine sehr, sehr strahlende Person hier und ja, alles, was schön und strahlend und erfolgreich ist, ja, will der Mensch ja sehr schnell besitzen. Vielleicht hattest du solche Beziehungen in deiner Vergangenheit, was dich hier ein bisschen zu einem gebrannten Kind gemacht haben, hier schon wieder eine Beziehung, eine feste einzugehen. Vielleicht bist du da, daher machst du ein bisschen diesen Tanz. Aber wer auch immer es ist, ist es deine Person oder bist es du? Ich sage dir, die Zeit läuft ab hier und du weißt es. Du musst eine Entscheidung treffen. Jawohl. Weil es wird hier eine Trennung geben. Ja. Wow. Lass uns noch die Botschaft der geistigen Welt dir mit auf den Weg geben, lieber Löwe, hier. Mit welchem Portal solltest du dich im August verbinden? Mit welchem Portal? Welches Portal ruft dich? Spirit bitte, Löwe, August bitte. Spirit, geistige Welt bitte. Sternentor-Aktivierung. Boom! Wow! Unglaublich! Ja, vielleicht hilft dir auch diese Öffnung zu diesem Portal. Ich sehe hier die Runen um das Portal, zwei Pyramiden hinten. Zweimal einen Vogel hier. Ist dieser Totenvogel. Ich weiß den Namen nicht von ihm. Das ist deine Botschaft von der geistigen Welt. Sternentor-Aktivierung, grenzenloses Potenzial, Manifestationschakra. Wow, lass es mich dir noch vorlesen. Sternentor-Portal. Sternentor. Aktivierung 153. Ja, also wenn ich Sterne höre, ja, wenn ich sie in Bezug nehme auch auf die Karte der Sterne, habe ich schon das Gefühl, dass du hier mit den Sternen Hoffnung hast in deine Situation und dass du hier vielleicht vertrauen solltest dem Universum. Weil der Stern ist auch eine zukunftsweisende Karte. Er sagt dir, dass du hier auf dem richtigen Weg bist. Das ist deine Zukunft hier. Aber vielleicht musst du hier noch Dinge anschauen in dir. Was hält mich auf, das zu tun? Ja, was sind hier meine Ängste? Vor was renne ich weg? Ja, oder deine Person. Weil wir haben hier die Achtermünzen. Und die Achtermünzen bedeutet, dass man vom Lehrling, also man erlernt etwas, man schaut sich Dinge an, ja, zum Aufbau übergeht. Mhm. 153. Sternentor-Aktivierung. Ich lese dir hier deine Botschaft. Du bist ein Meister der Manifestation. Jeder deiner Gedanken, jede Entscheidung, alles, was du tust oder nicht tust, wirkt sich auf
die weitere Entwicklung deines Weges aus. Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass eigentlich hier das Schicksal in deinen Händen liegt. Gebe ich dieser Person noch Zeit oder ziehe ich weiter? Ja, das ist eine Entscheidung hier. Oder auch umgekehrt. Will ich mit dieser Person sein und ein Projekt machen oder eine Beziehung eingehen oder will ich es nicht? Aber eins ist klar, August ist Final Countdown. Durch dein fokussiertes Bewusstsein kannst du auf himmlische Hilfe zurückgreifen, um deine kühnsten Lebensträume zu verwirklichen. Wisse, dass alle Energien, mit denen du dich verbindest, hinauf zu deinem persönlichen Sternentor gesandt werden. Und wenn sie mit den Absichten deiner Seele, die du vor deinem Eintritt in diese Welt gefasst hast, im Einklang sind, werden sich die Mannigfache Gelegenheit wird sich die mannigfache Gelegenheit bieten. Es ist jetzt wichtig, dich mit deinem kosmischen Ursprung zu verbinden und darüber hinaus die Absichten deiner Seele zu erkennen. Denn wenn du deine Wünsche aus deinem Leben mit jenen aus früheren Inkarnationen vereinen kannst, wirst du ein Leben führen, das auf die höchsten Ebene des Himmels ausgerichtet sind. Wow. Ja, lass mich hier noch eine Zusatzbotschaft für dich ziehen. Ich fühle, dass ich das tun sollte. Ob du hier warten solltest, soll Löwe warten, soll Löwe hier noch mehr Zeit geben? Ah, klare Antwort. Zack. Die Liebenden. Löwe, renne nicht, wenn du der Renner bist. Und wenn du der bist, der wartet, hab noch ein bisschen Geduld. Ich hoffe, diese Legung war für dich dienlich. Ich konnte dir ein bisschen helfen. Und lass es mich wissen in den Kommentaren. Du kannst natürlich auch mir und meiner Daisy helfen auf meinen Reisen mit einer kleinen Spende an mich. Da freue ich mich immer sehr darüber. Das gibt uns wieder ein bisschen Essen und Bensingeld. Du kannst mir dem Kanal definitiv helfen mit einem Like, mit dem Abonnieren, mit einem Kanal. Werde doch auch ein Mitglied und reise ein bisschen mit mir mit. Und du hast auch immer die Videos ein paar Tage zum Voraus, siehst sie vor allen anderen auch. Und ja, wenn ich dir auf deinem Weg mit deinem Seelenscanning, einer Freischneidung, einem Vergebungsritual, einer Ausbildung, einer Beratung helfen kann, dann melde dich via E-Mail bei mir, schau dir die Playlist an, dort ist alles ganz, ganz wunderbar für dich erklärt. Ich liebe dich von ganzem Herzen, lieber Löwe, und ich wünsche dir hier alles Liebe und Gute. Lass es mich wissen. Bis bald und tschüss.